Heute wieder V-Gains zu Gast. Wannabe-Rapper, Pseudowissenschaftler, bauchnabelloser Influencer und in letzter Zeit auch Alien-Anhänger. Also, ich würde es nicht Alien-Anhänger nennen, sondern... Sie glauben also an Aliens? Ja. Und Sie schämen sich nicht dafür? Nein. Keine Angst, verspottet zu werden. Ich meine, wer mit einem Zauberstab in einem Musikvideo rumfuchtelt, der hat vermutlich eh nicht mehr, wie soll ich das sagen, alle Tassen im Schrank. Das Musikvideo ist doch noch gar nicht draußen. Ich schaue nun mal Ihre Stories. Verstehen Sie das nicht falsch. Ich bin keiner Ihrer Anhänger sogenannten Vegan Savages. Ich bin einfach nur eine aufmerksame Reporterin. Reporterin? Sind Sie jetzt auch noch rassistisch? Hä? Genau. Fahren wir fort. Wieso glauben Sie an Aliens? Sind Ihnen Menschen etwa nicht genug? Doch. Aber ich weiß einfach, da ist so viel mehr da draußen. Haben das Ihnen die Mushrooms gezeigt? Unter anderem. Sie leugnen also nicht, Zauberpilze konsumiert zu haben? Nein, ich habe dazu schon 3 Podcasts gemacht und werde auch mehr Content über Psychedelics bringen, weil die therapeutischen und medizinischen Vorteile einfach unglaublich sind und Mainstream kaum Bescheid weiß. Sie sind also ein Drogenopfer. Fahren wir fort. Zurück zu den Aliens. Wieso glauben Sie an intelligentes, außerirdisches Leben? Ich glaube zum Beispiel an Menschen, die channeln, die außerirdisches Leben channeln. Also, dass dieses Wesen, diese Entity durch einen Menschen durchspricht. Bitte was? So war auch meine erste Reaktion. What the fuck? Ich bin zum Beispiel auf den Channel Bashar gestoßen und sein ganzer Alien-Talk war mir erst mega fremd. Ich habe mich einfach auf die Aussagen konzentriert, die mir persönlich helfen, mehr ich selber zu werden, my true natural self. Dieser Highest Excitement-Quatsch? Follow your Highest Excitement, genau. Und durchs Anwenden dieser Dinge ist meine Realität einfach explodiert in der positivsten Weise ever. Diesen Highest Excitement-Quatsch kann ich nicht mehr hören. Was haben Sie noch gelernt? Vielleicht, dass Sie Ihr Arschloch in die Sonne halten sollen, um Ihre Chakras zu aktivieren oder Ihren Bauchnabel entfernen lassen, um weniger menschlich zu wirken oder behaupten, dass Sie 19 sind, obwohl Sie 24 sind oder was noch, vielleicht, dass Sie Ihre Pisse trinken sollen. Dass nichts eine eingebaute Bedeutung hat, sondern wir allem eine Bedeutung geben. Circumstances don't matter, only your state of being matters. Wortwörtlich, dein state of being wird zu Materie, materializes. In der Wissenschaft ist dieser Effekt langzeit bekannt als der Placebo- bzw. der Nocebo-Effekt. Dass wir unsere eigene Realität kreieren. Dass wir eternal beings sind. You exist and you will always exist. Dass wenn wir unserem Highest Excitement folgen, wir unsere true natural self werden. Und was gibt es Schöneres, als wirklich man selber zu sein? Das Stopp! Ich kann mir die Kacke nicht mehr anhören. Sie haben sowas von eine Schraube locker und ich kann Ihrer Pseudowissenschaft einfach keine Plattform liefern, Vegan Savage Kinder so zu beeinflussen. No front. No front. Okay. Aber das verstehe ich nicht. Sie meinten, dass der Alien-Stuff von Bashar Ihnen zunächst fremd vorkam. Was genau hat da Ihre Meinung geändert? Also wie gesagt, ich habe von Bashar unzählige Talks konsumieren und ich wollte ihn wirklich auch selber debunken. Ich bin nach L.A. geflogen, ich habe eine Private Session mit ihm gebucht für 1 Stunde und ihn alle Fragen gefragt. Und so kann einfach kein Mensch reden. Er hat alle meine Fragen auf eine unmenschliche Weise beantwortet, die mir so viel bedeutet hat. Und dann das Jahr darauf, wo mir einfach dieser riesen Schicksalsschlag passiert ist, ich im Krankenhaus lag, haben mir seine Worte so geholfen. Ich meinte am Ende zu ihm, hast du noch irgendwas, was du mir sagen möchtest? Und er meinte, it doesn't matter what happens to you. It only matters what you do is what happens. Und das hat mir so viel im Krankenhaus geholfen. Und was er gesagt hat, schön und gut, das war einfach überkrass. Aber was mich überzeugt hat, dass ich dem Glauben schenke, diese Energie im Raum, die war einfach nicht mehr menschlich. Das war Energie, die ich noch nie gespürt habe. Und es klingt total bescheuert, aber die Stunde im Raum zu sitzen, ich war so aufgeregt, aber auf eine exciting Weise, dieses andere Aufgeregtsein, weil einfach diese Energie. Und mir macht es einfach Spaß daran zu glauben, weil Dinge wie, was passiert nach dem Tod, was für intelligente
Lebewesen sind in unserem Kosmos, in anderen Kosmos gibt es andere Dimensionen und so. Mann, wir haben keine genauen Antworten. Du musst dir ausdenken, woran glaubst du? Und das macht mir auch einfach wirklich Spaß dran zu glauben, dass da so viel mehr da draußen ist. Habe ich Belege? Nein, ich höre einfach angeblichen Channels zu, aber dieser Channel wie Bashar wirkt für mich einfach 100% legit. Und es macht mir einfach derb Spaß. Und ich meine, ich habe so viel Beweis in meiner Realität, dass seine Gesetze funktionieren, sonst würde ich die Scheiße doch nicht machen. What you put out is what you get back, man. Ich bin positiv und ich habe die positivste Realität. Alles ist fucking geil, ich lebe in der Bande. Bruder, ich muss los. Das Interview wird eh nie das Tageslicht von irgendetwas sehen. Also empfehlen Sie ruhig eine Quelle von Ihrem Pseudo-Quatsch, damit die Zuhörer, die nicht existieren, sich ein Bild davon machen können. Also, das ist eine richtig geile Doku, wo man einfach erfährt, wer ist Daryl Anker, wie channelt er Bashar, wie funktioniert das alles. Die Doku The Phenomenon unbedingt abchecken oder die Doku von Daryl Anker First Contact. Eine oder alle der Joe Rogan Experiences. Und ich meine, seid einfach open-minded, hört zu, lasst euch drauf ein und dann denkt, was ihr wollt. Aber denkt ihr wirklich, dass wir in diesem unendlichen Kosmos alleine sind? Und dass nicht anderes intelligentes Leben sich schon viel weiter evolutioniert hat und viel, 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 viel weiter ist. Physikalische Gesetze, die uns gar nicht bekannt sind, die unsere brechen und dementsprechend richtig krasse Sachen erlauben, die wir uns nur in Fiction vorstellen können oder gar nicht vorstellen können. Okay, und jetzt raus. Raus aus meinem Office. Das ist mein Wohnzimmer. Oh, Und jetzt? Kann das nicht dein Alien sauber machen? Aqua. Immer die gleiche Reaktion. Back to work. Sometimes I feel like I'm between worlds. Like I'm living in the dream world. I can't tell, is this real or is this fake? Am I asleep or am I awake? What is the difference? Deswegen, wir nehmen ein bisschen Bauherren. Oh, alles ist so nervig. Wieso müssen die jetzt bohren? Wieso? Ich mach Sketches einfach nur noch am Sonntag. Sounds good. Diesen Hynix. Ich mach einfach weiter. Tut mir leid für die Störgeräusche. Ist, was es ist. Aber wie ich jetzt auch sage. Circumstances don't matter. Only. Alter, das ist so nervig. Dass wir Eternal Beings. Benutzen Sie überhaupt Tassen? Wie dem auch sei.